wirklich Jerry, nicht Gary. Das hat sie uns gestern verraten, denn wir konnten sie exklusiv in Köln treffen. Und sie hat so einiges erzählt, nämlich zum Thema Solokarriere, zu ihren angeblichen Essstörungen und, das hat mich natürlich ganz besonders interessiert, zum Thema Robbie Williams und mehr. Hier ist Jerry und die Männer und noch so einiges. I get a feeling, morning and evening, baby, when you get home. I got a vision, my superstition's gone. Richtig durchgestartet hat Gabby Halliwell, nachdem sie die Spice Girls verlassen hat, um ihre Solokarriere zu beginnen. Und jetzt will sie noch einen Zahn zulegen. Schrei, wenn du schneller fahren willst, so heißt ihr neues Album. Ich will mit dem Album sagen, dass du das Leben nicht einfach an dir vorbeilaufen lassen sollst. Oft kannst du nicht einfach darauf warten, dass das Leben richtig anfängt und die Umstände die richtigen sind. Das Leben ist nie perfekt, du musst einfach ins kalte Wasser springen. Aber auf der anderen Seite musst du auch wissen, wann du mal anhalten musst, um die kleinen Dinge zu genießen. In ihrem Video zu It's Raining Man tanzt sie zu Szenen aus Filmklassikern der 80er Jahre wie Fame und Flashdance. Und das, obwohl sie nie eine Tanzausbildung hatte. Erst 3 Wochen vor der Produktion des Videos hat sie Ballettunterricht genommen. Dieses Video war eine echte Herausforderung für mich im Tanzen. Ich war ein Kind, ich möchte tanzen, aber ich kann nicht, weil wir haben keinen Money. Geld. Wir haben kein Geld. Meine Mutter arbeitet alle Seiten. Und so jetzt, ich kann machen die Tanzen. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Jerry weiß, dass sie alles schaffen kann, wenn sie nur will. Im Arbeitermilieu aufgewachsen wusste Jerry immer schon, dass sie mal ganz hoch hinaus will. Als Kind habe ich schon immer gedacht, das alles ist ein großer Fehler. Ich gehöre hier ja gar nicht her. Ich gehöre in ein weißes Schloss mit goldenen Toren und einem charmanten Prinzen. Aber wahrscheinlich hat jedes kleine Mädchen diesen Traum. Es kommt darauf an, ob du hungrig genug bist, dafür zu kämpfen. Und ich war unglücklich als Kind. Ich war einfach anders. Es war nicht genug. Und als mein Vater starb, gab mir das den letzten Stoß. Es war wie Benzin in meinem Motor. It kind of fueled me. It's like the gas in my car to make me driven. Dann fing Jerry an, richtig loszulegen. Und mit den Spice Girls kam der Erfolg. Doch der reichte nicht. Sie wollte die Solo-Karriere und kämpfte weiter. Der Druck, den sich Jerry machte, führte bei ihr zu Essstörungen. Ich litt schon immer unter Essstörungen, seit 10 Jahren schon. Es geht mir aber schon viel besser. Es ist kein Geheimnis, ich stehe dazu. Im Augenblick esse ich 3 Mahlzeiten am Tag und hungere und übergebe mich nicht. Aber das habe ich getan. Ich habe mich gequält, wie viele andere Mädchen auch. Aber im Augenblick ist Jerry einfach glücklich und zufrieden mit sich selbst. Eigentlich der richtige Zeitpunkt, um sich zu verlieben. Was ist eigentlich so toll am Verliebtsein? Du wirst high davon. Es ist, als wärst du betrunken. Ich weiß allerdings nicht, ob das ein ehrliches Gefühl ist, ob du so die Realität sehen kannst. Ich glaube nicht, dass ich jemals richtig verliebt war. Es gab Zeiten, da dachte ich es. Aber im Nachhinein glaube ich, dass ich mich da nur reingesteigert hatte und es nur Begehren war. Aber es ist jedes Mal schrecklich, wenn es vergeht. Jerry Halliwell niemals richtig verliebt? Das kann doch nicht sein. War da nicht was mit Robbie Williams? Mein Bruder. Robbie Williams ist mein Bruder. There you go. Wir spielen Karten und he listens to er hört sich meine Musik an, ich höre mir seine an. Er liebt mein neues Album, speziell den Song Scream If You Wanna Go Faster. He loves Scream If You Wanna Go Faster. Ich spiele die Fußball. Kung Fu Fußball mit Robbie Williams. Yeah, I'm always going, hey, yeah, get out of my way. Also, Robbie ist nicht der Auserwählte. Aber war da nicht neulich das Gerücht, Jerry hätte ein Verhältnis mit dem deutschen Basketballspieler Dirk Nowitzki? Deutsche Männer sind sehr männlicher. Und ich möchte, großen Mann gefällt mir. Vielleicht, ich bin so kleiner, wenn ich habe eine Kinder, we need that, we need height. But in the Sun yesterday, there was this article about you
having a little fling with. Mit Dirk? Ja. Ach, ach, mein lieber Gott, Dirk ist nur ein Freund. Also, dass das Ex-Spice Girl so viele gute Freunde hat, wissen wir jetzt. Aber wen liebt Jerry Halliwell? I'm in love with Germany at the moment. Today I'm in love with Germany. Ich liebe Deutschland, ich liebe Deutschland, ich liebe Deutschland. Da, 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 da. Ob groß oder klein, ob Englisch oder Deutsch, bei so viel Charme wird's der Richtige schon irgendwann anbeißen. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Glück. Und Superstars!